Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls hier auf der Nintendo Switch. So, wir befinden uns hier immer noch in Olasil und ja, direkt hier vor uns ist eine Nachricht, die wir von den Programmierern gehabt haben, wo wir schon ein paar Mal waren und mir wurde doch angeraten, hier mal ein bisschen rum zu experimentieren. So, es werde Licht. Jemand hat einen netten Wink mir dagelassen und gesagt, mach mal mein Mikro ein bisschen besser hier. Zack. Jemand hat zu mir gesagt, wenn du schon da bist und ein Zelda-Fan bist, dann wirst du dieses Rätsel mit Sicherheit leicht lösen können. Ja, es werde Licht. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie Licht anmachen müssen. Wie wir es jetzt machen, ist, glaube ich, uns überlassen. Wir können mal gucken, was wir da haben. Auf jeden Fall haben wir ja eine Laterne. Die können wir ja einfach mal nutzen. Das machen wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal raus. Da eine Schädellaterne. Gucken wir, ob das klappt. So zum Beispiel. Na gut. Gehen wir da rein. Die Gegner sind hier nicht. Und was finden wir? Einen Silberanhänger. Okay, Silberanhänger. Was kann dieser Silberanhänger? Gucken wir uns das mal an. Ein Anhänger, der müsste ja dann Schmuck sein, oder? Also nur die Ringe, ne? Okay, müssen wir hier unter. Ist unter Rüstung? Nein. Ja, gut, aber irgendwo ist er ja. Hier ist er auf jeden Fall bei. Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Silberanhänger da. Benutzen wir nicht, aber vielleicht können wir mal gucken. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Es ist ein uralter Schatz aus Anor Londo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in der magischen Form. Gut zu wissen, also wenn wir noch runter in den Abgrund gehen. Dann sollten wir diesen Anhänger wahrscheinlich nutzen. So, wo sind wir jetzt hier? Gut, wir gehen jetzt wieder zurück. Wo wollen wir hin? Mal kurz überlegen. Ach ja. So. Ui, da ist noch so ein blöder Typ. Müssen wir jetzt aber nicht killen, Alter, ist ja Quatsch. So, wir gehen jetzt zurück. Müssen wir rüber. Und dann gehen wir wieder hoch. Und jetzt können wir, was war, genau, ich könnte nochmal mit dem Riesen reden oben. Ich habe anscheinend nicht alles aus ihm herausgelockt. Deswegen werden wir mit ihm nochmal reden. Wisst ihr, dieser Riese, der da oben sitzt und seinen Bogen schleift oder seine Waffen schleift, seine Pfeile schleift. Da werden wir nochmal hinrennen. Denn das macht ja vielleicht Sinn. Vielleicht gibt er uns ja was. Also es wurde mir gesagt, man soll nicht gegen ihn kämpfen. Denn der haut wohl ganz gut Schaden raus. Aber das werden wir herausfinden. Da wollte ich gar nicht rübergehen. Na gut. So. Ja gut, wir haben die Wahl jetzt hochzugehen zum Riesen. Das machen wir natürlich jetzt. Und dann haben wir die Wahl danach irgendwas anderes machen zu wollen. So, wir werden mal ganz kurz hier eine rusten. Einfach nur, weil wir es können. Und wieder zurück. So. Der Riese war hier oben. Mit dem haben wir ja schon mal geredet. Aber irgendwie dachte ich, der hätte mir immer noch das gleiche gesagt beim letzten Mal. Deswegen habe ich nicht weiter mit ihm geredet. Aber es kann natürlich sein, dass er mir was Neues erzählt. Wurde vermutet, dass dadurch, dass ich dem Drachen begegnet habe, er mir jetzt wirklich was Neues erzählen kann. Versuchen wir mal. Unser Glück. So, gehen wir mal hoch. Gespannt. Hallöchen, Popöchen. Good morrow. Is the black dragon posing the duress? Ja, das stimmt. Also, der bereitet mir auf jeden Fall Kummer. Yes. I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but thy intent is to persevere. To the bitter end? Auf jeden Fall. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch and see how Goth hunts dragons.
der kleine Bogen da, ne? Das ist ein fetter Bogen. Den kann ich jetzt eh nicht tragen. Der ist ja dreimal so groß wie ich. Alter Schwede, der ist doch blind. Der hat mal ganz gut getroffen. Okay. Yes. A true shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah. Dragon slaying. Knighthood's highest calling. Soll ich jetzt hinterher zum Drachen und den killen, oder was? Hello. He is an ancient dragon. Skyward or no, he will not be put down easily. Okay. Okay, also werden wir versuchen, den Drachen zu jagen, beziehungsweise den Drachen zu töten. Bin gespannt. Irgendwo der liegt, hat ihn ja getroffen, aber wo ist er? Muss er da hinten runtergekommen sein, wo wir das letzte Mal runtergelaufen sind. Da werden wir uns mal hin bemühen. Wasser, Scheiß. Okay, also er liegt jetzt am Boden und wird wahrscheinlich am Boden genauso gefährlich sein wie in der Luft. Aber vielleicht haben wir das Glück. Nicht. Okay. Arena und da vorne geht's raus. Nehmen wir doch das Grabmal von dem anderen. Und nicht schlecht, hier ist dann die Leiche, die hingeschleudert hat. So, Königlicher Wald. Das ging an der Seite runter, ne? Da ist er runtergegangen. Sollen wir da mal hinlaufen? Ich glaube, wir laufen da wirklich mal hin. Gucken mal, was der so kann. Und was wir nicht können. Ha! So rum geht's. So, muss ja da hinten an die Stelle sein, wo wir nicht weitergekommen sind. Da wird uns ja wahrscheinlich geholfen haben. Was angeht. So, laufen hier noch ein paar von den blöden Hunden rum. Ah, da. Ah. Laufen wir hier in den Füßen rum da? Okay. Okay, jetzt ist auch ein Nebeltor. Was bedeutet. Wir haben so oder so. Keine Ahnung, also vielleicht soll ich mir Menschlichkeit holen, dann könnte ich vielleicht noch einen Kollegen damit reinnehmen. Wie wäre das? Man weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns das mal an. Die ganze Scheiße da. So, vielleicht kann man ja von hier oben schon sehen, den Drachen irgendwo. Ich sehe ihn nicht, aber der wird wahrscheinlich auch irgendwo sein. Gut, dann gehen wir mal direkt in den Tod. Oder ich kann mal ganz kurz hier nochmal alles mal hinsetzen. Okay, kann ich direkt da drauf machen. Da hinten ist er. Wow. Was denn, wenn ich wieder hier raufgehe? Kann ich ja von oben raufspringen auf ihn. Wie als erstes. Hat er schon. Also schießt er mich jetzt auch mit Feuer hier runter, das weiß man natürlich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh. Okay, die ach, da kommt auch noch ein bisschen fliegen. Das ist ja gut zu wissen. Das ist ja gut zu wissen. Gut. Ja, ich dachte, ich könnte da schneller hochkommen.
Ich glaube, ich hätte gleich hochrennen sollen wieder, als wir unten waren. Behaupte ich mal. Ich weiß natürlich nicht. So, rennen wir nochmal hin. Mein Scheiß. Oh, warte mal. Ich werde mich trotzdem mal kurz menschlich machen. Weiß ja nicht, ob ich da noch jemanden mitnehmen kann, der mir hilft. Weiß es gar nicht. Wir testen es mal. Zwischen Menschlichkeit haben wir ja noch hier. Hier nehmen wir mal eine davon. So. Oh. Und dann wollen wir noch einmal umkehren. Ja. Und ich glaube, ich würde noch mal hier was entfachen. Vielleicht kriege ich ja 20 denn. Weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich das auch alles brauche. Da. Wohl wahr. Wieso habe ich immer noch zwei Menschlichkeit oben? Kostet mich das keine Menschlichkeit mehr, wenn ich jetzt sowas mache? Bin ich ja merkwürdig. Nun gut. Ach klar, ich habe ja auch 4 genommen. Ich habe eine doppelte genommen. Hätte ja nur einen nehmen müssen. Naja. Zu spät. Das war blöd. Egal. Mein Gott, du. Ja, also ich weiß ja nicht, ob wie gut ich das weghalten kann, dieses was er da runterschleudert, weil ich glaube, mein Schild an sich ist nicht das Beste. Das war jetzt nicht schlecht, aber ist nicht das, was ich brauche, um gegen ihn zu bestehen. Machen wir hier. Magie 90, Haltung 100. Das ist natürlich schwer, das Schild, ne? 20. Und da noch? Das ist das, was ich habe. Magie 80, Feuer, Blitz. Mal das Schild mal nehmen. Mal gucken, ob das. Ich das direkt tragen oder ist das zu schwer? Warte mal, testen es mal. Ah. So, gucken wir mal. Okay. Macht uns jetzt nicht so viel Sinn. Dann noch hier. Ich weiß nicht, ist das Feuer, was er da raussetzt, oder ist das Säure? Auch so ein bisschen blöd. Weiß es jetzt gar nicht. Das ist Magie. Egal, jetzt gehen wir erstmal rein nochmal. Versuchen es einfach nochmal und dann werden wir rauskriegen, wie es ist. So. Wo ist der nächste Wauwi? Was nicht gedacht, aber was soll's. Okay, dann können wir noch kurz den Talisman hier reinsetzen. Gut. So, dann können wir uns schnell nochmal heilen. Und dann geht's da rein. Keine Ahnung, ob der Drache leicht angreift. Dann könnte man ja vielleicht direkt auf die Nuss geben, aber man weiß es halt nicht. Das sieht man ja hier nicht. Ich bin ja wahrscheinlich auch nicht hier gestorben, wie ich sehe. Mein grünes Zeug liegt wahrscheinlich da unten. Ja. Jetzt die Frage, ob wir einfach mal unten einmal probieren zu killen. Aber liegen die Sachen. Oder ob ich gleich hochkletter wieder. Ja. Oh
Kommt er? Okay. Was macht er? Okay, das war nicht so gut. Okay, das war's. Nee, noch nicht. Trink was. Tritt doch was. Oh, was hat er denn gemacht mit mir? Die Frage. Was war das? Schwarzer Drache Kalamit. Na. Gut. Hat uns auf jeden Fall ganz gut gekillt, würde ich sagen. Ja, das klappte nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Mal sehen. Ich glaube, man muss ein bisschen forscher rangehen, aber auch ein bisschen Respekt haben. Und dann müsste das vielleicht klappen. Ich finde es gar nicht so leicht. Aber mit ein bisschen Blocken, ein bisschen Schild, ein bisschen Blocken, ein bisschen Schild. Aber kriegen wir das hin? Probieren es mal. Das ist so ein blöder langer Weg dahin, finde ich. Das nervt mich so ein bisschen mit den Hunden hier. Das ist immer, wenn dieses graue Tor einfach vor ihm stehen würde, weißt du? Dann können wir immer gleich wieder reingehen. Dann müsste nicht jedes Mal einen langen Weg laufen. Hat man schon ein bisschen so die Taktik verloren. Dann ist gut. Bam, 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 bam. Los! Aber ich muss sagen, es macht Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Einfach weil man mal sehen kann, wie sowas enden kann. Jetzt mal. Ja. Aber man kann anscheinend nur da unten gegen ihn kämpfen. So. So, wir müssen ein bisschen forscher vorgehen vielleicht. Was? Ich habe ihn noch getroffen. Also das ist doch assi. Da kann man ihn nicht, darf man ihn nicht hauen, wenn er das macht. Okay, das war bescheuert von mir. Gebe ich zu. Kommen wir jetzt nicht leider hier weg. Wir können das trinken. Das gibt's doch nicht, dass ich den nicht einmal treffe so. Das reicht jetzt. So, ich muss ein bisschen rangehen da.
Löse ich aber zwischendurch mal aus dem Ziel-Ding fällt er raus. Das ist ein bisschen nervig. Was trinken? Ah, das gibt's doch gar nicht. Du beschissener Drache. Das gibt's doch nicht. Guck mal an. Schneller weggehen sollen. Was trinken? Mann, Mann, Mann. Ist auch ein Koloss. Da müssen wir mal ran da wieder. Haut dann auch eine Wucht zu, oder, ne? So. Oh nein. Nein, das ist meine blöde Rolle. Das war natürlich total bescheuert. Angst. Nee, das war dumm. Was hat denn da eine Rolle gemacht? Okay. Ich muss dann irgendwie einen Move machen, dass ich mich mal kurz heilen kann. Okay. Wieder. Fit. Kalimit, wie man heißt. Okay. Das war zu viel. Oh, das war dumm. Ich hatte mir gedacht, dass er das macht.
trinken. Okay, das haben wir Glück gehabt. Oh nein, das war zu dumm. Haut auch mal rein, seinen Schlag da. Na, das war dumm. Er hat nicht mehr viel, aber es war trotzdem gerade sehr leichtsinnig von mir. So! Das war's für den kleinen Kalamit. Ring des Unheils, na. Ich hoffe, ich krieg satte Seelen für dich. Na, anscheinend gar keine. Geht hier ab. 60.000, okay. Dann. So, und dann Restkram bringen wir auch schon ein. Danke. Joa. Reden wir doch mal mit dem guten Gorok. Oder wie heißt nochmal? Wenn man etwas einsammeln kann. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe hier. Ich glaube, wir können mal da hinten hinlaufen, wo wir vorher uns nicht hingetraut haben. Gucken wir mal, was da so ist. Wenn nur Adler hier wäre. Na gut. Anscheinend ist ja nichts mehr. Dann laufen wir zurück zu Goch, oder wie der heißt. Und schauen uns den mal an. Krass eigentlich, ne? Also es war schon echt ein netter Kampf und der fordert schon einiges ab, hab ich gemerkt. Man musste sich erstmal darauf einstellen, wie er so kämpft. Also wirklich seine Taktiken. Hat er so 5-6 Angriffsmuster gehabt. Und ja, hab gemerkt, dass ich zum Schluss wieder hippelig wurde. Da wollte ich ganz schnell ihn besiegen. Dann habe ich mich doch nochmal zusammengerissen und dachte, okay, wartest du noch ein bisschen und dann greifst du deinen Mann. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. So, jetzt geht's zurück. Die Hunde sind ja nicht mehr da, die haben ja gekillt. Also von daher sollte das eigentlich machbar sein. Ich bin gespannt. So, jetzt wieder hoch. Ich weiß nicht, ob wir was bekommen von dem, eine Belohnung oder so? Oder hilft er uns vielleicht bei anderen Sachen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir testen es mal. Und dann habe ich noch einen Tipp bekommen, dass ich nochmal ins Abgrund gehen soll. Das machen wir auch gleich danach. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Jetzt wollen wir erstmal wissen, was wir da bekommen. Aber schaut mal, ich habe 15 Flaschen verbraucht beim Drachen. Also, gut, dass man das Muster so ein bisschen erkannt hat. Dadurch kann man, da muss ich rüber. Muster erkannt hat und dadurch hat man so ein bisschen die Chance gehabt. Das fand ich jetzt. Wusste man immer genau, wann man am besten heilen kann. Und das ist natürlich sehr cool. So. Warte mal, fällt mir gerade ein. Ich habe mir den Ring gar nicht angeguckt. Sollen wir uns anschauen, oder? Wo war denn der? Ring des Unheils da. Erhält doppelten Schaden. Ein Ring, verzaubert von orangenfarbenem Auge des Kalamit, dem Unheilsring, verdoppelt ihm von seinem Träger erlittenen Schaden. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert, soll ein bisschen gut versteckt bleiben. Sehr geil, ich ziehe den anderen, dann kriege ich noch mehr Schaden. Was ist denn das für ein Quatsch? Mann. Okay, wenn man es jetzt nicht gelesen hätte, man denkt, geil, noch ein Ring. Unheil, der macht ordentlich Unheil. Und zack,
wundert man sich, warum man so schnell stirbt. Wenn ich das richtig interpretiert habe. Außer, dass ich es falsch gedeutet habe, aber für mich würde es bedeuten, dass ich den Schaden abbekomme und nicht der Gegner. So, mein guter Mann. Thou hast defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon thee. That beast will never take to the skies again. Oh, da kriegen wir es mehr. This great bow? I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Danke. Cool. I suspect thou hast taken a gander at it, but the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Okay. If thine wish is to succeed poor Artorias and challenge the spread of the dark, then thou must face Manus, father of the abyss. The dark emanates from Manus himself. Even if this land shall expire, thou may be able to prevent further corrosion. But even so, one day the flames will fade, and only dark will remain, and even a legend such as thyself can do nothing to stop that. Okay. Now, do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Now, do not mistake. Okay. Mehr hat er wohl nicht zu sagen. Kommt auch erst beim Kauf. Wir können natürlich über Pfeile beim Kaufen, aber ich glaube, wir haben ein paar, ne? Wie viel haben wir? 11. Nimm da mal so. 10 Stück von mit. 21. Gut. Farewell, proud human. Ja, super. Also. Das war Calamite der Drache und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie ich das ein oder andere Mal gestorben bin. Naja, so oft war es jetzt nicht. Aber immerhin haben wir ihn bezwungen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss, ne?